Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, Ding am Start. Wir sind hier wieder bei Darksiders, zweiten Folge. Wir haben herausgefunden, dass irgendwas nicht nach Plan lief. Und jetzt wurden wir bestraft und jetzt sollen wir das wieder in Ordnung bringen. Jetzt greifen wir uns erstmal unser dickes Schwert. Sweet. Chaosfresser. Kriegslegendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt. Ah, das ist ja schön. Klingengeysir. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaos und lässt im Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen. Sie haben ihren ersten Zornkraft eingesetzt, um das Gepäck aufzurufen. Natürlich das Inventar. Das Inventar wird aufgerufen! Legen Sie den Ausgang in eine freie Aktion, drücken Sie und halten Sie die Feststelltaste 1, 2, 3, oder Spiel zu benutzen. Lebensessenz. Ah, ich verstehe. Und dann geht da oben so ein gelbes Ding weg. Die Seelen der Toten werden deine Währung sein. Einige Feinde lassen sich leichter kaufen als töten. Okay, wir können jemanden kaufen. Sweet Lemonade. Let's check this out. Seelen. Seelen manifestieren sich in drei Formen. Währung, Gesundheit und Zorn. Ja, weiter. Suche den Dämonen Vulgrim auf. Nur wenige können sich seine Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Vulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter! Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Guter Junge. Der Typ ist Hammer. Der ist jetzt schon mein fucking Favorite. Seraphim, wenden Sie den Dämonen. Okay, rufen Sie die. Der Rat hat dir befohlen, Vulgrim zu suchen. Also fang damit an. Of course. Of course, sir. Of course, of course. Geh weg jetzt. Du stinkst. Also, das ist so ein... wie bei Legend of Zelda... Legend of Zelda, ja, bei Zelda Ocarina of Time oder was auch immer. So eine Navi ist das. Die dann immer sagt, hey, listen. Hey, 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 listen. Hey, listen. Hey, listen. Aber Navi hat immer alle abgefangen. Nee, bin ich eigentlich ziemlich sweet, den Typ. Okay, Double Jump. Sweet. Den nehmen wir mit. Kann wir nie wissen. Oh, ist nicht explodiert. Wow.
Warte, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich dachte, wir sollen da dran greifen. Okay. Egal. Pium, pium. Okay. Nein, ich bin nicht gesprungen. Stupid. Jetzt aber. Pam, pam. Aha, hat Sinn gemacht. Ich sagte pam, pam. Genau. So. Jetzt machen wir pam, pam. Okay. Wir machen vielleicht doch nicht sofort pam, pam. Hm. Die erste Schwierigkeit des Spiels. Die Mechanics. Ich liebe Mechanics. Wenn sie gut ausgearbeitet sind. So. Zack, zack. Zack. Fertig. So. Wo soll ich jetzt? Soll ich jetzt da vorne dran? Oder soll ich jetzt hier dran? I'm fucking confused. Zack, zack. Okay, da springe ich durch. Da soll ich nicht dran. Ah. Ja. Ah. Jup, jup. Wir schaffen das heute noch. Wir schaffen das. Ich glaube, jetzt habe ich's. Jetzt, zack. Jetzt mache ich zack, jetzt mache ich zack, zack. Ich brauche deine Hilfe. Der Rat hat dir befohlen, Wulgrim zu suchen. Nein, nein, also natürlich doch gar nicht. Fang damit an. Oh, das war ein Arschloch. Hier muss ich auch woanders hinspringen. Oh nein, ich... So. Und jetzt? Muss ich dahin vielleicht? Oder da dran? Ah! Oh, 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 oh. Ja. Sie sehen wie aus wie von The Walking Dead von Telltale Games. Fresse mal. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Wir sind das. Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Of course, I will do this. Okay. Okay, noch einer. Ja, bis jetzt easy. Ja, okay, was soll man noch erwarten von den ersten Gegnern? Was soll man auch erwarten? Oh, den kann ich sogar mitnehmen. Ich werde auch welche sagen. Nice, nice, nice. Irgendwie schätze ich meine Mausgeschwindigkeit andauernd und das geht mir richtig auf den Sack. Aber ich ändere das jetzt nicht. Oh! Der ist überaus dick. Ein Suicide Bomb. Ah. Leuchtender Handschuh. Kriegshandschuh leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten, zum Beispiel Kisten oder Türen. Drücke E, um sie zu aktivieren. Selbstverständlich. Oder ich smash meine Gegner einfach mal in den Boden. Weil das macht auch Spaß. So, ist das eine Tür? Nein. Ah. Badass. Sweet. Okay. Und jetzt? Irgendwie war das, ich glaube, nicht der richtige Weg.
Und da sind wir gekommen. Na? Nein, Mann! Hat dir befohlen, Wulgrim zu suchen. Richtig also fang geben. Damit an. Ah, ich muss da hoch. Boss. Nicht runter, hoch. Ja. Nein, 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 geh weg von mir! Oder explodiert der nicht jetzt einfach so? Ich dachte, der explodiert einfach so. Boah, das ist auf jeden Fall richtig scheiße, Mann. Ich muss das ja erstmal checken. Checke ich den Gegner nicht. Ich checke auch nicht, warum ich nicht blocken kann oder sowas. Och, Alter. So kann ich auf jeden Fall healen mit E. Aber ich habe den Gegner nicht ganz verstanden, weil ich nicht blocken kann mit dem Spiel. Verstehe ich nicht, wie ich da vorgehen muss. Oh, eine Kiste, eine Kiste. Get over here, son. Let me own your ass. Thank you so much, bitches. So. Open it. Leben, Leben, Leben. Leben ist immer gut. Oh, man. Objekte verschieben. Und der Kampfkrieg verschoben. Okay. Yes, yes, yes! All of you die, bitches! Oh, das erinnert mich an... God of War. So, jetzt können wir da hoch, jetzt gehen wir hier dran. Jetzt sind wir richtig Monkey Mode. Monkey, 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 Monkey. Wrecked! Cannot win this fight. I said you cannot win this fight. Oh man. Get over here. Yes, yes, yes. Ah, ein bisschen höher. Höher und höher. Weiter und weiter. Immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter 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 weiter. Ey Mann, du bist so dumm! Du sollst da dran springen! Und nicht wegspringen, du Hyperdong von einem Gott. Oder Reiter oder was auch immer. Also. So! What? The depths of hell are opening. Like I give a fucking shit. Wir sind alle destroyed. In den Boden gerollt. Gerollt werden wir nicht mehr. Passt. Ja, Mann, come on! Oh, fuck. Good day, Sir. Links umschalten kannst du einzelne Gegner und Gegner aus. So, zu links. Ja, die muss ich abwerfen. Bin mir nicht sicher, aber ich werfe ihn ab. Oh, ich habe Angst vor ihm. Er ist so groß.
Ihh, was für ein Bastard! Wie schnell er ist! Kopf in einen Gegenstein. Kann ich das auch nehmen? Nein, auf Kuss! Ich wollte gerade wegspringen, Mann. Das ist richtig scheiße. So dumm, dass das nicht geht. Bam. Das war Klavier gegen Kopf, Mann! Fresse jetzt dahin. Ah, es geht eigentlich. Okay, die Demo ist scheiße. Oh, ein Finisher. Das ist nice. Das finde ich cool, sowas. Bam, bam. Um seinen Kopf, Mann! Yes, 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 that's what I'm talking about, son. Uh-huh, uh-huh, that's how you roll, bitch. Uh-huh, that's how you do stuff in here. Uh-huh. Okay. Wo muss ich hin? Muss ich da hinten hin? Ist das der richtige Weg? Ah, hier? What? It's alright, it's alright, it's alright. Es gibt kein Zurück mehr. Por favor. Yes. Get wrecked. Get wrecked. Get wrecked. Oh, Leben. Leben is very important. Hier ist, ich glaube, auch Leben. Ich glaube, alle grünen Kisten sind Leben, oder? Ah, sieht's aus. Die Kreuzung. Kreuzigen wir jetzt jemanden. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Gehört. Fulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Aber wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Okay. Das ist ein richtiger Gammler, der einfach nur Kohle von uns will. Vorratsucher!
Ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Oh, um die Krone der Karte zuzugreifen. Witzig! Witzig, witzig, witzig. So, das nächste Mal machen wir einen schönen Treasure Hunt und suchen die Seelen für den... für den Juden der Dämonen. Und... ja, bis zum nächsten Mal, meine übergeilen Pelikane. Wir sehen uns. Ihr seid übergeil.